das ist so ein schönes Ding, so eine niedliche Knutschkugel. Wenn man die sieht, fängt man an zu grinsen und man hat sich sofort verliebt. Das ist wirklich was Tolles. Ja, das ist wirklich, es weckt sehr viele Emotionen. Und es hieß ja dazu mal auch Knutschkugel. Wurde ja in Italien entwickelt, 1955. Und wir haben gedacht, eigentlich die Zeit ist wieder reif, dieses nochmal aufzugreifen, aber dieses Mal elektrisch. Und es ist ein vollwertiges Elektroauto? Nein, es ist eben kein Auto. Das ist ja, Elektroauto. Ja. Es ist kein Auto, nein, es ist ein L7E-Fahrzeug. Das heißt, es geht in die Klasse wie der Twizy. Das ist ein leicht Elektrofahrzeug. Ach so. Und das ist eine völlig andere Geschichte. Und darum sagen wir immer, this is not a car. Aber es ist eine Sparte zwischen Auto und Motorrad. Okay, das heißt, ich brauche da keinen Autoführerschein für sowas. Doch, Autoführerschein brauchen Sie. Aber es braucht weniger Platz zum Parkieren. Und von daher ist es von der Geschwindigkeit geht es nur 90 km schnell. Aber es reicht dann für eine Strecke von 120 km mit der kleinen Batterie und 200 km mit der großen Batterie. Und es macht riesen Spaß zum Fahren. Toll. Darf ich mich mal einmal einsetzen? Aber sicher. Wollen Sie mal zu mir kommen? Ich würde mal gerne wissen. Ah. Wow. Toll. Den kaufe ich. Der ist ja schön. Ich bin total begeistert, ja? Jetzt muss ich auch sagen, jetzt weiß ich, warum Sie auf der Spielwarenmesse sind. Das hat das Potenzial, ein richtig schönes Spielzeug für große Jungs wie mich zu werden. Das ist richtig. Und wir haben also von den 5000 Reservationen, die wir schon bekommen haben, sind die Hälfte Frauen. Das ist auch ein schönes Zeichen. Aber unsere Vision ist eigentlich Better Urban Lifestyle. Mhm. Und das wollen wir eigentlich mit uns all unseren Produkten zeigen, die wir hier an der Messe präsentieren. Ja, Lifestyle ist ja auch das da drüben. Ne? Also ja, genau. Nicht ganz so spektakulär, aber auch irgendwie sehr, sehr pfiffig. Also ja, ist richtig. Also wir haben hier eine ganze Linie von verschiedenen Produkten, wo man auch draufstehen kann und fahren kann. Aber hier zum Beispiel, wir nennen es Lazy Luggage. Ja. Das ist eigentlich ein normaler Trolley mit einer Zusatzfunktion, dass man eben hier die Beine rausnehmen kann. Et voilà. Und dann kann das Kind hier eigentlich ist hier halten, setzt hier und hier kommen die Füße drauf. Und dann kann man es mit zwei Fingern kann man eigentlich das Kind durch den Flughafen ziehen. Das ist eine gute also Sache, weil nichts mehr. Sonst habe ich immer nur entweder meinen Koffer oder mein Kind, aber beide gleichzeitig habe ich im Flughafen. Ja. Und wenn Sie müde Beine haben, können Sie auch mal draufsetzen. Achso, es hält auch jemand wie mich aus. Schwer genug, aber so mal schön gesetzt. Genau. Super. Das ist sehr praktisch und sehr durchdacht, ja? Und taugt doch noch als ganz normaler Koffer. Genau. Und ist natürlich modular, man kann da auch die Augen wegnehmen und dann ist es ein normales Teil. Auch mit den Augen hat es mir besser gefallen, ja? Gell, und die Augen sind besser, ja? Die haben schon alle eine Spur Humor und Lebenslust, ihre Produkte. Ja, das muss auch so sein, weil das Leben ist zu kurz, um so ernst zu sein. Und ja, es muss Spaß machen. Wenn Sie mit diesen Rollkoffern fahren durch den Flughafen, dann sind Sie einfach gut gelaunt. Und er ist doch schnell.